Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir haben ja beim letzten Mal so wunderschöne Mauersegmente uns selber dahin gezimmert und wollten jetzt zumindest mal gucken, ob wir weitermachen damit oder ob ich das im Off mache. Aber hier diese Kurve würde ich jetzt einmal noch fertig machen wollen. Und zwar nehme ich mir mal, das dürfte ja relativ zügig eigentlich vonstatten gehen, nehme ich mir jetzt mal dieses Dreiersegment. Um Himmels Willen, das hat er schon wieder total toll verschoben. So, Winkelausrichtung machen wir jetzt nicht. Weil ich weiß gerade eh nicht, wie es sein muss. So. Die Frage ist ja eigentlich, ich muss mal den Berg anpassen, ne? Also wenn man jetzt sagt, hier ist die unterste Stufe, ungefähr die Mitte. Also ungefähr hier. Vom Abstand her ist eigentlich perfekt. Dann nehmen wir das mal. Ah, und da war wieder Musik. Sehr gut. Musik ist immer wichtig. Und guck mal, das passt doch fast perfekt. Aber doch, ist gut ausgerichtet. Der kann es natürlich weiter nach vorne, obwohl gar nicht zu viel. Und dann brauchen wir dieses Teil. Das soll ja schon so ein bisschen symmetrisch sein. Da machen wir jetzt nur einen etwas steileren Winkel. So, der muss auf jeden Fall ungefähr bis dahin. Dann können wir jetzt hier auch wieder den Berg ein bisschen anpassen. Hier müssen wir uns halt irgendwas überlegen für den Übergang. Aber der Spalt ist ja sehr groß. Eventuell nehmen wir hier da die Fliesen. Diese Pflastersteine. Und dann kriegen wir auch das gewuppt. So. Wie gesagt, wir machen hier auf jeden Fall mal einmal den Anfang. Und dann gucken wir weiter. Okay, jetzt sind wir aber hier viel zu hoch auf der Seite. So, so sitzt da eigentlich perfekt dran. Und dann nehmen wir jetzt nochmal ihn hier. So. Auch da müssen wir gucken, dass wir es einigermaßen gescheit dran bekommen. Theoretisch könnte man so machen. Oh, ist das theoretisch? Komm, das lassen wir so. Wenn es funktioniert, um Himmels Willen. Wir lassen es so. So, ich weiß, ich könnte die ganze Zeit jetzt schon immer das untere plus das obere nehmen, aber ganz ehrlich, dann ist das mit dem Verschieben so ein Krampf, dass ich das echt lieber manuell mache. So, hier ist der Weg ganz knapp dran. Darf aber auch ruhig. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, hier haben wir ja das Angeschrägte. Das haben wir hier jetzt halt nicht. Pass auf, dann machen wir das doch nochmal ein bisschen anders.
Und zwar machen wir den Berg einfach noch ein bisschen kleiner. So, dann ist der schon mal aus dem Weg quasi. Okay, aber jetzt haben wir schon wieder das Problem. Hier ist er jetzt auf einer Höhe. Wenn ich hier den auf einer Höhe nehme, ist da dieser fette Spalt. Wo kommt denn der jetzt her? Also es muss ja echt alles so ein bisschen abfallen. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt schon wieder irgendwie 1000 Jahre durchzugehen. Und nach jedem kleinen bisschen zu gucken, was jetzt irgendwie gerade ein Problem verursachen könnte. Von daher nehmen wir das jetzt einfach, wie es ist. Dadurch wird es dann ja auch ein bisschen organischer. So, jetzt drehen wir uns den hier nochmal zurecht. Ups, nicht den falschen Kreis aktivieren. Nein, immer noch nicht. Ach, das ist mal ein Krampf, das zu drehen, wenn man da drin genau drauf guckt, auf die Achse. Da funktioniert halt leider Gottes nicht so gut. So, ein bisschen rüber. Okay. Jetzt nochmal von hier gucken. Ah, ist doch schick. Ist doch richtig schick. So, und da drunter kommen jetzt einfach hier die Platten. Wäre jetzt erstmal so die erste Idee gewesen, das mal auszuprobieren. Ausgerichtet natürlich am Dach, ist klar. Ja, fast. So. Ups. Und das jetzt in welcher Farbe? Was strahlt denn da so ab, ey? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ist aber nicht schlimm. So, sollen wir da auch nochmal gerade so 2, 3 von einfach platzieren? Oder 2. Die Decke muss natürlich höher. Nur mal einmal für den Eindruck. Nur einmal gucken von hinten. Wie sieht denn das jetzt da aus? Ah, auch nicht schlecht. Das muss man sich natürlich noch wegdenken, weil das wird ja da drüber sein. Dann müssen wir hier den Hügel definitiv runter machen. Was mit dem Baum passiert. So, jetzt machen wir die Säule hier auch komplett raus. Den Hügel einfach weg, 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 weil da haben wir eh Dach. Den Baum machen wir auch noch ein bisschen woanders hin.
So, jetzt will ich nur einmal das ein bisschen auffüllen. Ungefähr auf die Höhe. So, alles, was jetzt vorne rausguckt, wird natürlich wieder weggemacht, ist klar. Nur nicht allzu aggressiv. So, das ist doch ganz gut nachvollziehbar, oder? Jetzt machen wir noch zur Verschönerung. Da oben wieder einen Zaun drauf. Richtig schön Maschendraht. Das natürlich nicht, aber wir nehmen hier wieder unseren Zaun, den wir eh die ganze Zeit schon genommen haben. So, und jetzt nehmen wir den nämlich mal in weiß. Ich wollte gerade schon sagen gelb. Komme ich jetzt auf gelb? Da sieht man erstmal wieder das Größenverhältnis, ey. Das ist ja schon ganz schön fett hier, die Mauer, die wir gebaut haben. So, die Lücke da ist nicht schlimm. Dahinter kommen nämlich noch Pflanzen. Nur eben so ein Zaun, der wirkt... Ja, der hat immer verschiedene... Eigenschaften, ne? Der wirkt zum einen schützend und zum anderen ist es halt irgendwie immer eine gute Abgrenzung. Guck mal hier. Da haben wir angefangen. Und guck mal, wie tief der jetzt schon steht hier. Also da sind wir definitiv ein wenig schräg geraten. Ich orientiere mich jetzt nochmal da dran. Aber das ist ja wie gesagt... gar nicht so schlimm, weil wir mehr als genug Details haben. Und hier oben, wie gesagt, da kommen noch Pflanzen und so, und das, man sieht es dann eh nicht. Von oben ist es sowieso auch verdeckt. So, und dann machen wir auf jeden Fall noch so Schilder. Quasi so, mein Gott, ist das schräg. Wegschilder quasi. Wir haben ja schon welche hier, U-Bahn alle 4 Minuten. Und dann können wir noch sowas machen wie, jetzt der Fußweg so und so viel Kilometer oder irgendwie sowas. Das sind ja keine Kilometer, aber... Wisst ihr, was ich meine? Also so und so viel Meter bis zum Park. Zu Fuß, mit der Seilbahn, so und so viele Minuten. Müssen wir mal gucken. Wie wir das dann genau machen. So, ich weiß, dass das jetzt nicht ganz so toll ist hier mit dem Zaun. Komischerweise wird da hier jetzt wieder gut passen. So, wir lassen es mal gerade so. Mal für den Eindruck. Wirkt doch gut. Das müssen wir, wie gesagt, noch anpassen. Jetzt machen wir noch schnell ein paar Büsche und so ein Zeug. Was haben wir denn für schöne Büsche? Es gibt gar nicht so viele, ne? Die sind jetzt ein bisschen sinnlos, weil die sind zu flach.
können wir halt hier wieder ein bisschen hinpacken. Ups, ja, das war jetzt natürlich genau falsch. Nein. Ach komm. Packen wir hier auf der Spitze. So. Dann ist er da nämlich weg. Ich glaube, das Beste sind hier wieder die Büsche. Die Waldbüsche. Nehmen wir hier die kleinsten, die wir haben. Das war wieder mal super platziert. Oh meine Güte. So, die kommen natürlich wieder weg. So, die gucken dann ja, minimal ein bisschen oben drüber. Hey, aber so wirkt es schon ganz cool. Auch von hinten. Jetzt müssen wir natürlich das Dach noch erweitern, weil wir hier halt auch immer weiter nach hinten gegangen sind. Von daher machen wir das auch noch schnell. Nein. Boah, ich hasse es. Ehrlich, das ist... Woher kommt das vor allem auf einmal? Wir hatten am Anfang nie das Problem, dass die Achse so verschoben ist. Und jetzt auf einmal ist jedes Mal die falsche Achse gewählt. Jetzt muss ich immer wieder manuell zurück. Das hier ist ja schon nervig genug. Nein, das war schon wieder der falsche. So, wir machen noch einen weiter. Jetzt ist es sehr weit ausladend, das Dach, ne? Da müssen wir hier uns noch was überlegen als Halterung. Die hier fehlen auch noch. Ja, ist mir bewusst. Habe ich jetzt gerade aber keine Lust drauf, das noch zu machen. Aber hier müssen wir noch, die können wir einfach kopieren und packen die unten rein und fertig. Alternativ hätte man die noch weiter nach da jetzt packen können. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber so ist eigentlich ganz cool. Oder ich packe die komplett nochmal weiter. Geht ja auch hier noch mit diesen Tragebalken, bla bla bla. Aber so, das wirkt doch schon ganz cool hier eigentlich. Der Tunnel wird dann so. Das wird auch ganz cool. Mit ein bisschen Licht wird es noch cooler. Und hier müssen wir natürlich noch weiter drum rum machen, ist klar, ne? Hier um die Seilbahn. Da muss noch ein bisschen mehr Details, weil die steht da gerade sehr, sehr offen. Was ich erstmal noch eben machen könnte bei der Seilbahn. Nee, das ist das Gebäude. Ich will die Bahn. Die Bahn, die Bahn, die Bahn. Station. So, andere Farbe bitte. Hä? Anpassen. Eingang verschieben, Ausgang verschieben. Ich kann keine Farben verändern. Oder muss man das generell? Ah ja, generell. Betreiberfarbe ist das aber auch nicht. Schienenfarbe ist das dann wahrscheinlich, ne?
Ja. Was ist denn das jetzt? Aha, okay, nein, das lassen wir auch, weil es vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht so ein Dunkelrot. Wegen dem ganzen anderen Rot, was wir hier schon haben. Ach, so ist doch eigentlich ganz cool. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. War mir jetzt nach den letzten Folgen ein Bedürfnis, dass ich hier das noch ein bisschen runder mache. Hier machen wir, mache ich wie gesagt im Off. Oder wir nochmal zusammen. Das füge ich dann bis hier hinten durch. Deswegen dieser Busch hier zum Beispiel, kriege ich jetzt nicht geklickt, aber der kann dann auch weg. Genauso wie der hier oben wahrscheinlich. Ist ja egal. Ist irgendwie alles mit in dem Gebäude. Das bleibt so. Ja, und hier füge ich es weiter fort, weil ganz einfach auf der Seite geht es halt nicht, weil hier ist ja der Ausgang. Was mir übrigens sehr gut gefällt, also das ist total gut geworden hier, dieser Ausgang mit dem Sessellift kommt man hier so raus und dann zack, erhebt man sich hier aus dem Bahnhof heraus. Und dann kann man halt hier nach rechts in den Park reingucken. Und dann kommt man ja hier nochmal ein bisschen höher. Und wenn man dann hier ist, an der höchsten Stelle, kann man noch ein bisschen zum Eingang zurückgucken. Das ist aber gar nicht so wichtig. Aber vor allem kann man eben wirklich dann, wenn es hier runter geht, den ganzen Park einmal sehen. Außer dass da ganz hinten... Aber wir wollten ja eventuell noch eine zweite Sessel-Lift-Dingsbums-Bahn machen. Die dann irgendwie von, vielleicht von hier darüber. Aber eigentlich, weißt du, hier ist die Monorail. Sollen sie die nehmen, um weiterzufahren? So war es auf jeden Fall eine schöne Idee und das, ach, ich bin auch zufrieden mit. Und jetzt der Eingang zum Park, da müssen wir noch ein bisschen Detailarbeit leisten und ein bisschen auftrumpfen mit ein paar Sachen. Ne? Hier sind ja, ist ja schon vorbereitet. Hier kommt überall was hin und man soll das ja schön sehen können. Und hier ist dann eben der Fußweg hinein in den Weltenbauer Park. Und damit schließen wir heute erstmal wieder ab. Vielleicht nochmal irgendwie so als kleinen Shot. Dass man ein bisschen was sieht, auch von dem Tunneleingang. Ja, so vielleicht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und dabei, wie gesagt, belassen wir es. Deshalb jetzt wie immer einen schönen lieben Gruß in die Runde. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dahin, habt wie immer einen super Tag.